So, willkommen zurück zu RTL Skispringen 2038. Wir sind in Park City, 49 Games Tournee steht an. Da liegen wir momentan noch in Führung, glaube ich. Sogar recht komfortabel, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wir machen hier mal einen kleinen Probesprung. Ja, macht schon mehr Spaß. War jetzt nicht optimal getroffen, aber trotzdem sieht es erstmal von der Flugkurve hier schon ein bisschen besser aus. 94,7 Punkte. I love Wormsee. Wormsee. So, da können wir wieder irgendwas triggern hier. Ja, bin auch ein bisschen sauer. Aber jetzt auch nicht zu sauer. So, da muss man auf jeden Fall zu Fuß hochlaufen auf die Schanze. Durch den Tiefschnee, durch den Wald. Gibt so einen schönen Wanderweg, der 5 Kilometer lang ist. Macht ja nichts, ne? Für Skispringer nicht ganz so wichtig. Ich tapp mal wieder aus dem Spiel raus, was man halt so tut. Ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, das Spiel am Laufen zu halten. Passieren immer mal ein paar kleine Faux-Passe. Wie, ich sage jetzt nicht, wer das mal gesagt hat, aber irgendjemand hat mal einen Text vorgelesen in meinem näheren Umfeld und hat gesagt, Faux-Pass. Fand ich sehr schön. So, nur der 5. Platz in Park City. Jetzt heißt es dann Concentraciones. Wir spielen gegen oder springen gegen Florian Niedeck. Kenne ich nicht. Ich kenne nur Wolfgang Viereck. Gibt es den noch? Wolfgang Viereck. Der Helikopter da hinten wird immer wieder zurückgebeamt, sobald er kurz abgehoben ist. Mal schauen, sehen wir das jetzt noch? Ne, leider nicht. Also Konzentration nicht auf den Heli, sondern auf uns. Das war ein sauberer Sprung. Landung wieder ein bisschen zu früh. Aber es macht schon Spaß. Also wenn man auch gerade jetzt mal so während der Sprünge ein bisschen konzentrierter sein muss, mit 97,3 Punkten sind wir da auf jeden Fall ein Kandidat für weit vorne. Übernehmen erstmal die Führung. Andreas, die alte Kant, springt jetzt. Detlef Blanke mit 94,1. Dann haben wir noch Sven Santer. Der springt auf 94,6. Roa Jostein schafft es nicht. Und dann schauen wir uns den Russen an. Björn Dmitriev, der uns da noch verstoßen kann von Platz Nummer 1. Ich finde auch, man sollte hier noch mehr Sachen einblenden, damit man gar nichts mehr sieht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Russe wieder über 100 Punkte schafft. Ja, ein bisschen spät die Skier aufgemacht. Achso, nee, das war sein direkter Konkurrent, oder? Die Linie. Trotzdem macht er über 100 Punkte, der Drecksack. Ich dachte gerade schon, so schlecht waren wir doch auch nicht. Aber Björn Dmitriev wieder ein bisschen stärker. Allerdings kriegt er jetzt gerade große Kopfschmerzen. Sein Krafttier ist Anton. Also 4,5 Punkte Rückstand. Zum Start Konstantin Kolbinger hat auch ordentlich einen rausgeknödelt. Aber wir haben jetzt eine Luke mehr. 200,2 Punkte. Puh, Arne Jokinen hat da keinen Witz erzählt. Sven Santer ist bestimmt auch kein Heiliger. Mit Patriot Diner sind wir hier wieder. Es gibt echt für jede Schanze eine eigene Wurstbude. Finde ich total geil. So, Wachseinstellung wieder nicht optimal. 53,6, aber wir haben es für lau bekommen. Let's go, komm schon. Concentraciones. Boah, Landung spät. Landung nicht so gut, 110,5, 101,4, das reicht nicht mal für die Führung, oder? 200 Punkte, das reicht nicht. Ein bisschen verdreht weggekommen nach dem Schanzentisch, wir schauen uns das nochmal in der Analyse an. Balance im Flug 90,6, hat man gemerkt, war nicht gut. Da waren wir, sieht man am rechten Arm, immer so ein bisschen am Zappeln und dann immer ein bisschen in Schieflage. Das reicht nicht für die Führung. Eieieiei, da fallen wir auf den 4. Platz zurück. So ein Rotz aber auch. Schauen wir uns Björn Dmitriev nochmal an. Der Mann im gelben Trikot. Ja, das müsste der Sieg sein für den Russen. 2x18, 18,5, 107,3 Punkte. Holy shit. 5. Platz für den Wamsi-Michel nur. Dmitriev, Planke, Santer. Die Abstände zum Glück nicht ganz so groß, weil hier werden die Punkte ja mitgenommen. Da, achso, nee, wir waren gar nicht vorne. Hahaha. Ha, ha, ha. Wolfgang Kandler hatte das Ding gewonnen. Hahaha. Ha, ha, ha.
Ho, ho, ho. Also 11 Punkte Rückstand für uns in der 49 Games Tournee. Da gibt es insgesamt 5 Springen, oder? Ja, 5 Springen. Interessant. Mal schauen, wann es da weitergeht. Schauen wir mal. Also 1500 Euro bekommen wir. Langsam machen wir ein bisschen Verlust, aber die Gage haut es natürlich raus. Jetzt geht es nach Zakopane. Das könnte auch ganz interessant werden. Also schauen wir mal. Zakopane, nächstes Springen. Mal schauen, ob wir den Abstand wieder ein bisschen verringern können. Nochmal schön in die Kimme greifen. Der Trainer ist skeptisch. So, willkommen in Zakopane. In Zakopane, da wird richtig durchgezockt. Eigentlich eine geile Schanze, auch geiles Dorf da unten. Jetzt kriegen wir gerade ein bisschen Seitenwind in die Fresse. Also 49 Games Tournee geht weiter. 10 Punkte unser Rückstand. Da waren wir jetzt nicht gut im Absprung. Hatten wir trotzdem ein bisschen Aufwind. Unten raus ging der Sprung richtig gut. 102 Meter, Haltungsnoten zwischen 20 und 18,5. Finde ich jetzt nicht so nice. Sehr große Diskrepanz. Trotzdem wollen die Kinder von mir. Da hinten ist ein Zelt. Komm mit. Es sind ja sogar zwei, die die Stange halten, ne? Die die Stange halten. Weißt du Bescheid? Also Start des Landemanövers, okay. 88,3%. 102 Meter, deutliche Führung. Vielleicht... Nein. Wollte gerade sagen, vielleicht können wir hier ein bisschen was auf die Konkurrenz gut machen. Antwort, nein. Denied. So, Slava Rebets. Wir sind dann als... drittletzter Springer am Stissel. Konstantin Kolbinger mit der 78,2 jetzt auch recht gut unterwegs. Dieter Specht, ich glaube, der hatte mal eine Sendung im ZDF. Hallo Dr. Specht oder wie das hieß. So, let's go. Ich hoffe, wir erwischen wieder ein bisschen Aufwind und jetzt machen wir natürlich konzentrierter. Ja, doch, der war eigentlich ziemlich gut. Schauen, ob das zur Führung reicht. 101 Meter, 84,3 Punkte. Guter Sprung. Wirklich, wirklich guter Sprung. Zieh, Wamsi, zieh. Haben wir gemacht. Der T hat genau richtig gezogen. Bei uns hat das V gezogen, nicht das T. Der T, die T. Der, die, das Nutella, schreibt mir in die Kommentare. Einfach 8000 Kommentare, ob es der, die, das Nutella heißt. So, 91,7. Weiß auch nicht, irgendwie macht mein Hirn das nicht richtig mit. Mit 71, 91, 84,3 Punkte. 6 Punkte auf Konstantin Kolbinger, schon mal gut gemacht. Jetzt ist allerdings die Frage, was macht Björn Dmitriev? Der hat auf jeden Fall eine gute Wachsmischung. Ja, er fühlt sich gut. Ah, nochmal schön die Wirbelblockade lösen. Und dann den rechten Ski verlieren. So muss das. Das könnte schon mal in der Anfahrtsgeschwindigkeit ein bisschen Probleme geben. Er muss korrigieren mit dem Arm, springt trotzdem gut, aber reicht das wirklich für die Führung? 103,5 Meter, 86,3 Punkte, es reicht knapp für die Führung. Also wieder 2 Punkte vorne Björn Dmitriev. Der wird sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Gerade merke, dass mein Hals wieder anfängt zu kratzen. War das gerade Rudolf Scharping? Auch ein richtiges Arschloch, um das kurz zu machen. So, also Konstantin Kolbinger mit 159 Punkten. Wenn wir jetzt nochmal die 80er-Grenze überspringen, dann müsste es ganz gut werden. Wir warten nochmal, bis das Windfähnchen sich dann gleich ein bisschen dreht. Weil wenn es jetzt nach außen ist, dann ist es am Schanzentisch, glaube ich, mit Aufwind. Alter, ja, scheiße. Eieieiei. Der war richtig vermurkst. Ja, da brauchst du dich gar nicht freuen, Junge. Der war von Anfang an scheiße, der Sprung. 90% immerhin noch Balance im Flug. Start des Landemanövers, naja. Aber da sind wir schon richtig verdreht weggekommen. Und das kriegt man dann selten nur noch geregelt. Ich glaube, wir müssen uns Björn Dmitriev nicht anschauen. 18,2 Punkte der Vorsprung des Russen. Damit setzt er sich deutlich ab in der 49 Games Tournee. Müssen wir Erster werden? Oder müssen wir, glaube ich, nur unter die ersten drei kommen, um aufzusteigen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das sollten wir eigentlich in beiden Wettbewerben schaffen. Deswegen müssen wir uns da jetzt keine grauen Haare wachsen lassen. 4000 Euro gibt es obendrauf. Unser Trainer immer noch skeptisch.
Der RTL Mix Cup kommt jetzt. Das müsste dann das erste Springen. Ach, guck mal, das ist ja auch nice. Jetzt kommen 4 Springen hintereinander weg mit dem RTL Mix Cup. Da können wir doch ein bisschen Spannung aufbauen. Also, vielleicht schlagen wir da zurück. Wir werden, wie gesagt, immer besser. Unser Trainer ballert bei uns ein bisschen durch. Und ja, wenn wir aufsteigen, dann sind wir vielleicht, wenn wir im Weltcup ankommen, so ein Kandidat für die Top 20. Das wäre ja auch mal nice, mit so einem richtig schlechten Springer in den Weltcup reinzukommen. So, let's go. Eine relativ kleine Schanze hier. Also wir springen auf der 90er Schanze. Boah, Seitenwind. Und auch nicht gut, kann man jetzt schon mal sagen. Aber wir springen hier, uiuiuiuiui. Wir springen hier auf jeden Fall über die K-Linie und das müsste doch eigentlich neuer Schanzenrekord sein. Ja, da war noch deutlich mehr drin, wenn man ganz ehrlich ist. Der zweite Durchgang, der wird nice werden. Da werden wir hundertprozentig richtig schön an die 100 Meter springen. Das war jetzt noch nicht mal so der optimale Sprung. Björn Dmitriev mit 121,5. Aber da haben wir vielleicht sogar Chancen, was zu holen. Wir schauen mal, wir starten eher als drittletztes. Franz Mild mit 119 Punkten. Schauen wir mal, was wir so rausholen können. So, Landung war gut. Irgendwie schwierige Windbedingungen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Auf jeden Fall 120,5 neue Bestwertung. Allerdings keine neue Bestweite. Der Wind ist ein bisschen böig von der Seite. Da kommt man nicht so optimal drüber. Ich tippe auch mal, dass die Konkurrenz wahrscheinlich ein bisschen besser ist als wir. Super, dass jetzt im Hintergrund, weil ich rübergetappt habe, ein Video von mir gestartet ist. Bin gerade noch auf meiner YouTube-Seite parallel. Absprungkraft 87,5. Natürlich viel zu wenig für die Kleinschanze. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die beiden Kollegen da jetzt noch einen draufsetzen. Ja, kommt auch in die Jahre, der Gute. Kratzt sich nochmal am Bobbes, wie man im Hessenland sagt. Ja, auf jeden Fall relativ ruhig in der Luft. Ja, deutliche Führung für Dmitriev. Leider haben wir es verkackt. 4 Meter weiter gesprungen, 128,5 Punkte. Und Konstantin Kolbinger setzt nochmal einen obendrauf, 129,5. Nicht gut. Kommt schon, jetzt 46,7%. Natürlich nicht ganz optimal. Jetzt dreht der Wind gerade zu uns rüber. Ich warte mal. Okay, jetzt könnte es schwierig werden. Keine optimalen Windbedingungen für uns. So, aber komm, der war doch gut. Der war doch saugut. Wir springen über die 100 Meter, 100,5. 137,5 Punkte. Das war doch echt gut. Wir hingen zwar in der Luft wie ein nasser Sack. Keine Ahnung, wie wir das überhaupt noch so weit geschafft haben. Da bin ich jetzt mal auf die Werte gespannt. Joa, Balance im Flug 95%. Das hat sich nie so angefühlt. Aber es war, glaube ich, bei schwierigen Bedingungen ein richtig guter Sprung. Wie er so schön landet. Nicer, nicer. Da wird auf jeden Fall nochmal gedankt. Und dann schauen wir mal. 258 Punkte. Björn Dmitriev, schafft er die 100. Er hat einen komfortablen Vorsprung. Also selbst wenn er nur 97 Meter springt, müsste es eigentlich sogar noch reichen für den Russen. Gleich mal ein kleiner Skifehler oben. Kameramann wieder nicht wirklich da. Und er springt weiter. Als die Linie. Das sind 103 Meter, dass die immer noch mal einen draufsetzen müssen. Super unsympathisch. Super unsympathisch. 147 Punkte. Wie hätte ich das denn machen müssen? Hätten wir mit unserem Athleten, glaube ich, gar nicht schaffen können. Höchstens, wenn wir richtig gewachst hätten. So, also RTL Mix Cup geht los. 18 Punkte Rückstand, aber wir sind wieder in den Top 3. Das ist das Wichtigste. Da hinten der Helikopter, der sich zwischen den Bäumen wie der weiße Hai anschleicht. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Richtig komisch, der Helikopter. So, 3000 Euro, Bar auf die Kralle. Sie haben eine Aufgabe erfüllt, 250 Punkte in einem Wettbewerb. Damit haben sie den Anzug Schleik-Modell erspielt. Okay, nehmen wir mal so mit. Es geht nach Kuusamo, nach Finnland. Das zweite Springen des RTL Mix Cup steht an. So, willkommen in Kuusamo. Bei leichtem Aufwind, wir gehen mal rein in den Probedurchgang, da können wir immer ein bisschen locker durchgehen. Qualifiziert sind wir ohnehin. Na
Nice Flugkurve. Und eigentlich ein nicer Sprung. Der war ziemlich fehlerfrei. Kaum Gewackel, gute Landung, 103,5 Meter. 19,5 bis 20 bei den Haltungsnoten. Ich glaube, das kriegen wir nicht nochmal so gut hin. 89,3, 103,5 Meter. Schauen wir mal, Balance im Flug war, glaube ich, sehr nice. 97,4%. Eigentlich fast alles perfekt. Mist. Das kriegen wir nie nochmal so hin. Da sind wir sogar deutlich vor Dmitriev. Schade. Rudolf Scharping, komm, wir schauen einmal Rudolf Scharping dabei zu, wie er auf die Fresse fliegt. Ja, 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 pluste dich nur auf. Ehemaliger Präsident des Deutschen Radsportbundes, glaube ich ja auch noch. Und natürlich Verteidigungsminister war er, glaube ich. Rudolf Scharping, bis er im Pool erwischt wurde. Bei Liebeleien, die ja jedem im Privatleben zustehen, keine Frage. Aber war trotzdem ungünstig für ihn. So, dann gehen wir mal durch und schauen uns mal die Konkurrenz an. Schauen wir mal, was Björn Dmitriev jetzt im ersten Durchgang so rausknüdelt. Ja, erst noch einen Pickel ausdrücken, ein bisschen Gewicht verlieren. Immer wichtig. Wir wissen, Eiter ist richtig schwer. Gerade in der Pubertät zieht einen das wirklich runter, muss man ja tatsächlich sagen. Das ist eine tolle Metapher. Er geht leicht in Führung. Ach komm, dreimal die 20, ey. Die sind doch alle bestochen. 86,7 Punkte. Das haben wir eben nicht geschafft mit unserem fast perfekten Sprung. Deswegen 86,7 Punkte sind utopisch. Wir müssen jetzt aufpassen, die blaue Linie ist zu weit vorne. Ich neige dann immer dazu, den Sprung zu lang zu ziehen und zu stürzen. Boah. Im letzten Moment die Landung reingequetscht. Haltungsnoten könnten problematisch werden. 19er immerhin, 85,5 Punkte. Da sind wir dicht dran. Die Haltungsnoten haben es ein bisschen verloren. Ja, Balance bei der Landung nicht perfekt. Aber ansonsten wieder ein guter Sprung bei aber auch guten Bedingungen. Da sind wir 1,2 Punkte hinter Björn Dmitriev und Patrice Jacquet, Arne Jokinen, Roar Jostein. Ansonsten Konstantin Kolbinger ein bisschen am Schwächeln, Wolfgang Kandler ebenfalls und Nagasaki, gut, immer noch arg gebeutelt. So, mal schauen, gibt es da einen richtigen Ausreißer nach oben bei der Konkurrenz? Arne Jokinen mit 168,3, jetzt kein richtiger Ausreißer. Das schaffen wir, indem wir knapp über 80 Punkte holen. Eine Luke mehr, eine Luke Skywalker mehr. Da unten wird eine fette Party gefeiert, der Lichtstrahl des Todes einfach. Man denkt, der Strahl kommt von unten, aber nein, der kommt aus dem Weltall. Ja, der war nicht gut. Der war nicht gut. Balance im Flug, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Trotzdem 92,4 Punkte, aber da war mehr drin. Wie gesagt, man kriegt irgendwann ein wirklich gutes Gefühl für das Spiel. Und da weiß man dann schon im Flug, dass der irgendwie zu schnell an Höhe verloren hat. Wieder verdreht weggekommen. Das Korrigieren hat eben dann auch Meter gekostet und 92% Balance im Flug wird nicht reichen, um den Russen zu schlagen, aber es reicht immerhin, um den Rest der Konkurrenz eins auf den Sack zu geben. Ja, der Typ oben hat auch schon keinen Bock mehr. Boah. Wie lange will er das denn noch spielen? Also es ist jetzt 2023 und seit 2007 gibt's das hier. Wie lange will er das noch machen? Wann wird der Junge endlich mal erwachsen? Boah, enges Höschen, aber es müsste gereicht haben für Dmitriev. Ja, 92,9 Punkte. Da ist er ungefähr auf unserem Niveau im zweiten Durchgang und rettet dann den Vorsprung. 0,5 Punkte, 1,2 Punkte, das wird aufaddiert. Und dann sind es eben 1,7 Punkte Vorsprung für den Russen. Insgesamt dann 13,2. Kolbinger mit 425,5, 10,4 Punkte hinter uns. Also das Podium ist schon relativ sicher. Arne Jokinen mit fast 30 Punkten hinter uns. Läuft trotzdem gut. Und es macht auch gerade echt Spaß, wenn man kämpfen muss um den Sieg. Jetzt geht's nach Garmisch-Partenkirchen. Für meinen Sprachfehler ein klein wenig schwierig auszusprechen, aber trotzdem fast fehlerfrei geschafft. Bin sehr stolz auf mich. Und ich hoffe, wir können dann gleich nach Garmisch auch wieder stolz auf unseren Wamsi-Michel sein, der sich in 3, 2, 1 in die Kimme greift. Es klappt nie. Es klappt auch zu Hause nie mit dem Toaster. Ich sage immer 5, 4, 3, 2, 1 und der Toaster
oder der Toast springt nie dann raus. Könnt ihr jetzt auch mal ausprobieren. Klappt nie. So, willkommen in Garmisch. Heimspiel für den Wamse Michel. Wir springen wieder in dieses super hässliche Stadion runter. Bisschen Seitenwind. Windbedingungen sind heute wieder schwieriger. Trotzdem guter Sprung. Nicht perfekt in der Landung. Unten ein bisschen schäbisch hingekommen. Wamse Michel, du bist der Beste. Wir drehen uns mal weg. Jawohl, dramatisch. Und er freut sich. Super, Feierabend. Nee, Junge, gibt noch zwei Durchgänge. Balance im Flug 97,2%. Da tappe ich einfach mal vor lauter Freude wieder raus. Schadet ja nichts. Besser jetzt als mitten im Sprung. So, Quali-Durchgang ist mir wurscht. Da sind wir natürlich wieder vorne, weil die Konkurrenz eben auch nicht alles gibt. Macht ja nichts. So, dann schauen wir uns mal wieder den Sprung zumindest von Björn Dmitrijev an. Franz Mild mit 76,4 vorne, aber es gibt auch ordentlich Rückenwind. Die Geste kannst du dir auch sparen, Pistolero. Gerade als Russe sehr kompliziert momentan. So eine Geste. So, komm. Zieh nicht. Ja, er zieht auch nicht so. Die Linie bleibt blau. Das waren nur 89 Meter für den Russen. 69,2 Punkte. Ja, nice. Wenn wir jetzt einen raushauen, dann können wir hier richtig, richtig gut Punkte gut machen. So, Konzentration. Komm schon, Bamsi. Du schaffst es. Ja, naja, okay. Aber auch nicht mehr. 75,5 Punkte. Bin ich nicht so zufrieden mit. Schade. Na, da war mehr drin. Da war deutlich mehr drin. Balance im Flug nicht so gut. Da sind wir auch nur auf der 2. Wir machen zwar 6,3 Punkte gut auf Björn Dmitrijev. Aber das hätte auch gerne mehr sein dürfen. Schauen wir uns den Russen wieder an. 149,7 von Hans Botz. Ja, ja, ja. Ist doch gut, Junge. In jedem Hafen eine, ne? Oder mehrere wahrscheinlich sogar. So, vielleicht ist heute nicht der Tag des Russen. Zieh nicht. Ja, okay. Im zweiten Durchgang setzt er einen oben drauf. 102 Meter, das sind 92,6 Punkte. Damit geht er deutlich in Führung und stellt uns da auch vor Probleme. Allerdings Konstantin Kolbinger und Roar Jostein sind da auch vorbeigegangen. Wenn wir jetzt ein bisschen besseren Sprung erwischen, so wie im Probedurchgang, dann sollte es für uns möglich sein, vielleicht über 10 Punkte gut zu machen. Boah, scheiße. Na, fuck. 100 Meter, kein guter Sprung, 89,5 Punkte. Nicht gut. Der war aber von vornherein verkorkst. Irgendwie ist hier noch komisch Licht eben reingefallen ins Spielzimmer. Wurde ich natürlich noch abgelenkt. Natürlich nicht mein Fehler. Buh, da haben wir sogar was verloren im zweiten Durchgang. 3,2 Punkte machen wir dann sogar nur gut. Der milde Franz ist mir egal. 179,2 holt der. Wo ist Franz Mild überhaupt? Hat er vorher mal richtig verkackt oder was? Ah, hier ist er ausgeschieden. Mit 68,7 Punkten. Interessant. Wir sind bis auf 10 Punkte rangekommen, aber wir hätten es gerne nochmal spannender gemacht. Also exakt 10 Punkte unser Rückstand auf Björn Dmitrijev im RTR Mix Cup. Und ein Springen haben wir noch. Das ziehen wir jetzt einfach durch, oder? Was soll der Geiz? Let's do it. Das wollen wir unbedingt gewinnen. Ja, Gewicht beim Skispringer ist ja nicht wichtig. Ist ja nicht so gehwichtig. Na, Entschuldigung. So, Anton Wildbach. Wer ist Anton Wildbach? Andi Witthölzel wahrscheinlich. Oh, doch ein kleiner Cut jetzt, weil ich eben im entscheidenden Sprung rausgetappt habe und ich fand das ein bisschen blöd. Deswegen sind wir jetzt hier wieder drin. Also Entscheidung ins Darms. Mal schauen, Windbedingungen. Alter Schwede. Die Skier wackeln richtig hin und her. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht wieder raustappe, aber es könnte irgendwie immer noch passieren, oder? Ich bin immer noch. Die Möglichkeit, auf beiden Bildschirmen zu spielen. Ne, ich kann quasi auf
für beide Mannschaften spielen, wie das bei Friends so heißt, bei der lesbischen Freundin von Ross, wo er sich einmal freut. Ja, sie kann quasi für beide Teams spielen. Da ging es irgendwie um Lacrosse und Volleyballteam oder sowas. Den Gag fand ich schon immer sehr, sehr nice. So, also, wir müssen 10 Punkte aufholen. Ich weiß nicht, was ich jetzt eben alles erzählt habe, aber wie gesagt, den Sprung, den wollte ich dann so nicht stehen lassen, weil ich ihn eben auch nicht gestanden habe. Deswegen war es ein bisschen doof. Wir sind erstmal Bester in der Qualifikation. 2,3 Punkte. Das würde nicht reichen, um den Russen da unter Druck zu setzen. Wir schauen uns seinen Sprung wieder an. 67,8 Punkte sind es, die da der Vorspringer noch geholt hat. Jo, kalt ist es auf jeden Fall. Auch richtig windig. Schauen wir mal. Boah, da gleich mal ein Skifehler. Das ist schon mal gut für uns. Und ja, ein bisschen verdreht weggekommen. Er springt trotzdem in Führung. Wie viele Punkte sind das? 84 Meter erstmal, 77,2 Punkte. Das ist dann doch ein sehr, sehr guter Sprung. Damit geht er in Führung. Mit 48,5% Wachseinstellung wird das kompliziert werden. Aber ich habe jetzt auch mit Absicht nicht nochmal nachgewachst. Was soll's auch. So, mal schauen. Konzentration. Boah, scheiße, das wird nix. Ne, hat man schon vom Schanzentisch weggesehen. Verdreht, Absprung nicht optimal, 81,5. Wir verlieren sogar was auf den Kollegen. 75,7. Dafür, dass der Sprung so scheiße war, sind wir gar nicht so schlecht. Muss man ja sagen. Wenn man hier einen richtig guten Sprung erwischt, dann kann man da nochmal was gut machen. Also jetzt, ich rede einfach mal gar nicht. Jetzt mal höchste Konzentration. Ach Mensch. Eieieiei. Super Absprung und sofort verdreht weggekommen. Das fand ich schon immer ein bisschen merkwürdig. Dass hier besser der Absprung ist, dass man häufig irgendwie den hier macht. Also 76,5 Punkte, da brauchen wir jetzt gar nicht lang drüber reden. Das war scheiße. Das war scheiße. Dimitriev gewinnt nicht. Alter, der hat auch verkackt im zweiten Durchgang. Das ist mega ärgerlich. Das war jetzt menschliches Versagen des Wamsi Michel, der mit dem Druck nicht klargekommen ist und damit insgesamt nur Zweiter beim RTL Mix Cup wird. Dramatisch. So ein bisschen wie bei der, wie war das, diese Veranstaltung damals für Windows 95, Windows 98, wo Bill Gates und so auf die Bühne gegangen sind und sich so gefeiert haben und getanzt haben. Das war so mega peinlich. So ungefähr fühlt sich das hier an. Aber gut, zweiter Platz. Damit sind wir, glaube ich, ziemlich sicher qualifiziert für den Wettkampf nächstes Jahr der höchsten Kategorie, also für den normalen Weltcup. Zweiter beendet, 2000 Euro Preisgeld, 2000 Erfahrungspunkte. Ansonsten gibt es aber nichts außer nur einen feuchten Händedruck. 89.000 haben wir. War jetzt ein bisschen ein enttäuschendes Ende der Folge, aber in Liberec nächste Folge. Da schlagen wir zurück und der Wamsi Michel greift sich auch seltener in die Kimme. Ich glaube, nee, er täuscht nur noch an. Also, oh, ein bisschen schüchtern ist er. Mit seinem Ronny-Bräu einfach wieder auf dem Leibchen. Also nach Liberec geht es in der nächsten Folge. Dann geht es mit dem Amateur-Weltpokal weiter. Da haben wir momentan 10 Punkte Rückstand, aber noch genügend Möglichkeiten, um das wieder aufzuholen.